Hallo Steinbock, zum 1. Februar hast du Sonne Quadrat Mars. Am Monatsanfang fühlst du dich in deinen Entfaltungsmöglichkeiten ein bisschen eingeschränkt. Möglicherweise möchtest du mit deiner Familie oder mit deinen Mitmenschen abwechslungsreiche Aktivitäten betreiben. Was deine Finanzen und Geldinvestitionen anbelangt, sollte man im Februar neue Möglichkeiten suchen, um sich ein extra Geld zu verdienen. Auch am 1. Februar hast du Venus in Wassermann eingetreten. Bis 25. Monatstag dürftest du Geld für Dinge ausgeben, die dir Komfort, Freude und Sicherheit verleihen. Kreativität, Risiko, Bereitschaft, Kinder und die Finanzierung von persönlichen Projekten und Hobbys werden im Februar hervorgehobene Themen sein. Durch deinen Einfallsreichtum und Kreativität wirst du mehr Glück in finanziellen Angelegenheiten ernten können. Zwischen 2. und 11. Monatstag hast du Venus Konjunktion Saturn und Jupiter in Wassermann. Die Suche nach der richtigen Berufung oder eine Weiterbildung kann der finanziellen Stabilität und der Feststellung deiner persönlichen Werte dienen. Es empfiehlt sich, der eigenen Bekanntenkreis zu erweitern, damit man seine Verdienstmöglichkeiten steigern kann. Viele Steinböcke werden behördliche Wege gehen müssen und auch finanzielle Angelegenheiten klären. Zwischen 10. und 11. des Monats hast du einen Neumond in Wassermann. Bis Anfang März dürfte eine besondere Veränderung in den Bereichen der Familie oder der Finanzen eintreten. Zwischen 12. und 17. Februar haben wir den nächsten Aspekt. Es handelt sich hier um Saturn Quadrat Uranus, eine Veränderung, die deine Wohnsituation oder Beruf betrifft, dürfte sich im Jahr 2021 verzögern. Oder man muss viel daran arbeiten, bis man die gewünschten Ergebnisse sieht. Elternteile können Schwierigkeiten haben, Kinderangelegenheiten zu finanzieren. Am 18. hast du Sonne in Fische eingetreten. Bis 20. März könntest du dir ernsthafte Gedanken um eine Situation oder Person machen. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, eine Sache nicht richtig einschätzen zu können. Vielleicht solltest du bis März abwarten, bis du mehr Klarheit diesbezüglich hast. Zwischen 19. und 20. haben wir Venus Quadrat Mars. Du solltest dich freiwillig für andere Menschen einsetzen, anstatt dich von Schuldgefühlen führen zu lassen. Geld zu leihen oder Menschen finanziell zu unterstützen, ist nicht zu empfehlen. Am 21. hast du Merkur direktläufig in Wassermann. Bis Mitte März kann man mehr Klarheit in Bezug auf familiären und finanziellen Verbindungen und Verhältnissen haben. Zwischen 22. und 25. hast du Mars, Trigon Pluto. Es dürfte dir einfacher als sonst gelingen, unterschwellige Stimmungen in deiner Umgebung zu erahnen und damit wird es dir gelingen, deine Pläne erfolgreich zu durchsetzen. Am 25. ist Venus in Fische eingetreten. Bis 21. März dürftest du mehr Spaß haben, mit anderen auf irgendeine Art zu kommunizieren, sei es durch Sprechen oder Schreiben. Möglich ist es, dass du bestimmte Abwicklungen mit anderen Menschen koordinieren musst. Und dann haben wir zwischen 26. und 27. Februar einen Vollmond in Jungfrau. Du wirst bald die Lösungen für bestimmte Probleme, die du hast, finden. Nur wenn du bestimmte Ideen und Vorstellungen konkretisierst und in die Praxis bringst, wirst du dir selbst eine größere Lebensperspektive selber eröffnen können. Mein lieber Steinbock, ich bin fertig mit Februar. Wenn du eine individuelle Beratung für die kommende Zeit brauchst, kannst du gerne diese auf meiner Homepage buchen. Ich wünsche dir viel Glück im Februar 2021. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.